Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, Team of the Week, Squad Battle Sunday. Wir spielen heute gegen die New York Rangers. Gegen Mika Zibanejad und Artemi Panarin, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl, Jeff Skinner ist auch noch mit dabei. Svechnikov, Malkin, Brad, Zuccarello, Shen, Seguin, Manilanen, Leskinen, Robbins. Verteidigung, Darling, Klingberg, Mayfield, Sergachev, Moritz Müller und Jukka Rioux. Und Tor Tristan Jarry und Dustin Wolf. Auch bei uns gibt es eine Veränderung. Ich habe lange rum überlegt. Ich habe tatsächlich Dreiseitel und Kokake eingetauscht. Ganz einfach. Der Grund liegt darin, in den letzten drei All-Star Games hat es niemand geschafft, mehr als 5 Tore zu schießen. Und ein 94er Dreiseitel bringt uns nicht wirklich viel. Wenn wir hier schon einen 93er haben. Da hauen wir 3 Power-Ups rein und haben wir auch einen 94er. Genau, deswegen habe ich die Karte anders investiert. Nicht in den Angriff, nein, auch nicht in die Verteidigung, sondern in unseren Torhüter. Pekarinne. Und es ist auch eine kleine Frage, denn wenn ihr die Werte hier mal anschaut, Pekarinne, und dann schaut ihr mal am besten in die Event-Objekte rein, dann seht ihr, dass dieser Pekarinne irgendwie deutlich stärker ist, als er sein sollte. Von den Werten her. Weil eigentlich sollte Hans Schottief 95 sein und Schläger tief zum Beispiel 96. Handschuh hoch 95, Schläger hoch 96 und ja, meine hat er irgendwie ein bisschen mehr. Aber den testen wir heute. Ich bin schon super gespannt, wie das jetzt gleich ausgeht. Erstes Spiel für die Nummer 35 im Tor. Bin gespannt, welche Nummer Milan Hejduk hat. Das weiß ich gerade nicht. Kann sein, dass sich das morgen auch nochmal ändert. Aber das sehen wir gleich. 95 gesamt Milan Hejduk. Ja, Shutdown. Freue mich schon drauf. Das ist nicht schlecht für einen Angreifer. Aber wie gesagt, online wird erst morgen getestet. Heute spielen wir zu Hause. Mal schauen, wie wir uns da schlagen. Turcotte dabei, Seagrass dabei. Seagrass mit einer Bombenbude, einfach einem verdammten Lacrosse-Goal mit Michigan im Spiel gegen Montreal. Pekarinne, erste Aktion, erste gute Aktion. Seagrass 1-0. Geht ja schon gut los. Kriegt die Scheibe gespielt. Erster Schuss, erstes Tor. Der hat mittlerweile übrigens doppelt so viele Tore geschossen, wie Assists gemacht. Also Trevor Seagrass, seitdem der Kreisel aktiviert hat, komplett anderer Spieler. Komplett anderer Spieler. Finde ich aber richtig gut. Ansonsten die Dinge, die wir aktiviert haben, sind Dinge, die wir brauchen. Außerkordenes Vorbild, schick schon, Scheiben abfangen, etc., etc., etc. Alles nach unserem Stil. Das ist Alex Turcotte, legt die Scheibe zurück. Jaichan, Seagrass, 2-0. Nein, oh, macht sie nicht. Turcotte, auch nicht. Skinner gegen Seagrass. Seagrass kommt nicht durch. McKinnon, Seagrass, ah, prallt von der Scheibe weg. Also prallt die Scheibe vom Schläger weg. Panarin, Turcotte, Darling, Scheibe ist jetzt raus. Skinner gegen Carlson, nee, Scheibe ist nicht raus. Turcotte, Seagrass, Seagrass, Turcotte, 2-0. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, das Tor. Well, Seagrass legt ab. Turcotte steht dahinter richtig. Und rein damit. Schöner Pass von Trevor Seagrass. Hier, zack. Perfekter Schuss von Turcotte. So, Milan Hejduk, die 23. Die 23 hat bei uns meines Wissens niemand. Trevor Linden verliert das Bulli. Das gibt's doch gar nicht. David Trajan. Das ist Connor mit David. Milan Hejduk auf der anderen Seite mit dabei. Hejduk. Erste Chance, Tristan Jarry. Pariert. Bin sehr gespannt auf Milan Hejduk. Trevor Linden zum ersten Mal hauptberuflich als Center unterwegs bei uns in der Mannschaft. Ist abgefälscht von Svechnikov. Sagt Milan Hejduk davor ja nicht im Team gewesen. Trevor Linden die Position gehabt. Jetzt hat Trevor Linden die Center-Position, die davor in dieser Reihe John Tavares intus hatte. John Tavares eine Runde hinten gerutscht. Spielt jetzt mit Richards.
Ah, spielt jetzt mit Richards und Ovechkin zusammen. Trevor Linden gegen Svechnikov. Gut gemacht, Svechnikov. Scheibe ist abgefälscht. Trevor Linden holt sich die Scheibe wieder. Und das ist Milan Hajduk. Milan Hajduk setzt sich da schön durch. Der Tscheche. So, die Sniper-Fähigkeit kann uns schon ein paar Bonuspunkte einbringen. Erster Shift bisher. Ja, ist okay. Stark gemacht von Erik Karlsson. Und der kontert. Instant. Erik Karlsson. Tristan Jarry. Tavares hat Glück. Hajduk kann die Scheibe auch nicht abfangen. Richards auch nicht. Ah, oh, schade, war draußen. Ja, 3-3 raus. Und 3-2 in der Verteidigung. Generell starker Auftritt unserer ersten beiden Reihen. Verteidigung. Da wird es erst zum ersten Mal in die zweite Reihe ran. Durfte bisher noch nicht raus. Und das schon offensiv. Alexander Ovechkin. Liegt ab. Drysdale. Schade, passt nicht auf. Pekarinen bisher einen soliden Eindruck hinten gemacht. Oh, Rasmus Dahlin kriegt die Scheibe nicht weg. Das ist Richards. Brad Richards. Shen, das ist kein Foul, wollte ich gerade sagen. Richards geht damit drauf. Tavares. Oh, stark verteidigt. Tavares, ja, leider geht dann der zweite Spieler bleibt nicht neben dem Tor stehen, sondern gewinnt das Tor. Drysdale. Darling kickt die Scheibe raus. Drysdale kriegt sie nicht weg von hinten. Liegt da jetzt am Boden. Und jetzt Müller. Männelehnen. Crosby. Nicht aggressiv genug, Müller gegen Ovechkin. Shen, Scheibe geht tief. Darlin zu Crosby. Crosby wartet kurz, lässt Giroud durchstarten. Und das ist perfekt, Dreiseitel 3-0. Spielt sich, also das Update spielt sich sehr gut, muss man dazu sagen. Gibt ein Gameplay-Update. Finde ich bisher sehr gut. Aber wie gesagt, das ist ein Squad Battle. Mal schauen, wie es online dann läuft. Ob sich dann der Gegner auch leichter tut, bei uns hier durchzulaufen. Ansonsten, wie gesagt, unsere Spieler machen einen super Eindruck. Trevor Seagrass verliert die Scheibe. Oh, klingt der Turcotte, holt sie sich sofort zurück. Turcotte, nee, es ist nicht Seagrass, Robbins. Le Tang, ja, Turcotte ein bisschen übermütig. Ist dann in der Offensivzone geblieben. Linden, kurz Passspiel mit Hajduk. Scheint schon. Ja. Skinner, Linden. Hajduk in Center-Position kurz. McDavid. Die andere Flügelposition. 2 Minuten Powerplay gegen Jakey. Warum? Oh, so ein bisschen sauer. Wird auch nicht erklärt, warum. Mich würde interessieren, warum wir 2 Minuten kriegen, Freunde. Oh, das ist ein komplett normal. Also bitte. Geschobene Strafe. Muss ich jetzt schon einfach mal so sagen. Relativ geschobene Straße. Strafe. Seagrass. Seagrass links, Seagrass rechts, Seagrass. Schade. Trevor Seagrass, spektakuläres Tor. Das war das erste gleich. Schön rausgespielt mit Kinnen über den Flügel. Schön freigelaufen. Seagrass mit unfassbar viel Platz. Ja, ein anderer Torhüter hätte ihn vielleicht gehabt. Tristan Jarry nicht zum Glück. 7-1 Torschüsse, 3-0. Nach 20 Minuten. Wie gesagt, Pekarinen bisher nicht so viel machen müssen da hinten. Trotzdem wird er hier im Fokus stehen, dieses Spiels.
Alexander Turcotte. Boah, stark. Hätte ich nicht kommen sehen, dass den da jemand anders schießt. Dachte eigentlich, dass ich die Scheibe zu Lützschuh gepasst hatte. Anscheinend nicht. Blöd hängen so. Nee, ich probier's selber. Ah, da fehlt mir mein zweiter Verteidiger. Deswegen steht Carlson hier jetzt mit auf dem Eis. Der eigentlich absolut kein Unterzahlspieler ist. Jamie Drysdale, Darlene. Da, oh, Drysdale kann alleine anscheinend nicht kontern. Seagrass mit dabei. Das ist ein Dax. Power Unterzahlkonter. Schade. Seagrass. Da kommt noch ein Spieler auf ihn zu. Ja, kann er dann nicht halten, die Scheibe. Sie konnte aus dem Eck dann auch nicht mehr raus. Wechseln schicken. Trevor Linden. Mika Zibanejad. Mika Zibanejad. Pekka Rinne. Warum nicht probieren? Trevor Linden. Panarin, boah. Darlin, gut gemacht. Milan Hejduk. Gibt noch was anderes. Das ist Malkin. Oh, Letang verpasst den Check. Linden kriegt ihn, Darlin. Hejduk! Erstes Spiel, erstes Tor. Schaut. Keiner greift mich an. Okay, zack. 4-0. Milan Hejduk. Da, das ist nicht mehr viel bewegt. Schaut einfach, keiner greift mich an. Okay, da ist eine Lücke. Zack, danke. Guter Auftakt unserer Mannschaft, muss ich einfach so sagen. Tavares wird die Scheibe doch nochmal los. Oh. Gut gemacht von Letang. Hätte schief gehen können. Hätte leicht schief gehen können, was er da macht. Zurück wechselt er die Schlägerseite, Pekka Rinne, ohne Probleme. Stand jetzt. Oh. Shen fängt die Scheibe ab. Da kommt niemand zum Checken hinterher. Svechnikov, Letang leitet weiter. Richards passt nicht auf. Wie viel? Sergachev. Segin. Brad legt nochmal ab. Sergachev. Segin. Ovechkin. Towers. Sidney Crosby. Nicht schlecht gemacht. Auf die Lücke gegangen, die da war. Boah. Richards kriegt den üblen ab. Brett. Vorbei. Legt er für Seguin. Rinne. Giroud. Claude Giroud. Brad Richards. Richards 5-0. Brad Richards. Ja, hat er Platz gehabt. Das ist wieder unsere stärkste Reihe auf dem Eis. MacKinnon, Turcotte und Seagrass. Seagrass schon mit 2 Punkten in dem Spiel. Mal schauen, ob das noch mehr werden. Why not? Seagrass. MacKinnon, nee. Männerlehnen, ja. Gut gemacht. Turcotte, 6-0. Schön gespielt von MacKinnon. Turcotte hat ein komplett leeres Tor vor sich. Dustin Wolf kann es auch nicht mehr verteidigen. 6-0. Das Ding ist, ich kann meine ersten Reihe halt auch blind vertrauen. Das ist. Ich wäre dumm, wenn ich die erste Reihe weg austausche mit Turcotte, Seagrass und MacKinnon. Ja, von den Werten her müssen sie jetzt irgendwann nach hinten. Das stimmt.
Ich muss aber halt auch einfach mal sagen, dass keine Reihe so viel produziert vorne wie die. Darling, Turcotte. Oh, schade. Kanarien. Hat er schon ein Auge auf Seagrass geworfen? Hat er schon kapiert? Ja, wenn ich jemanden decken muss, dann ist es Trevor Seagrass, weil der trifft aktuell wie am Fließband. Klingberg, Darling, McKinnon ist geblockt. Seagrass stark. Seagrass gegen Zibanejad. Panarin. Wieder jemand den Weg. Gut gemacht. Ah, schien hinterher. Das war ein Fehler. Boah, Drysdale mit dem Konter Turcotte hinten gut verteidigt. Darling Scheibe raus. 6-0 nach 40 Minuten. Alex Turcotte jetzt mit 2 Toren in dem Spiel. Der Captain. Ja, war sichtbar, dass die Scheibe kommen würde. Treasure War! Gut weggerutscht ist heute da. Ja, Seagrass, McKinnon. McKinnon, Seagrass. Seagrass. Und da ist Treffer Nummer 2, Trevor Seagrass. Wer auch sonst. 7-0 HC California. Na gut, wir haben mittlerweile 97 gesamt, muss man sagen. Das ist halt schon ein Team dann auch von einem anderen Level. Aber das haben auch Pekarinne zu verdanken, dass da der Wert nach oben geht. Wie gesagt, Pekarinne mit den Werten, die jetzt hat, das ist ein Endgame-Torhüter. Außer du willst später ein 99er All-Star-Team haben. Dann kannst du ihn nicht gebrauchen. Ansonsten bin ich dann meine Ohr. Schade, da schwingt die Scheibe falsch von der Bande ab. Habe ich falsch berechnet. Dachte, dass sie vielleicht ein bisschen runter geht und so hinter das Tor kullern würde. Milan Hajduk. Milan Hajduk. Why not? Man kann es ja mal probieren. Milan Hajduk. Why not? Von der eigenen Zone bis hinter das Netz. Oh, Linden. Schön abgefälscht. Reicht aber leider nicht. Drysdale macht es gut, er kennt das in letzter Situation, dass der Pass da. Oh, McDavid. Lass halt einfach andere an die Scheibe und nicht du. Und dann haben wir das Problem auch erst gar nicht. Trevor Linden gegen Klingberg. Stuck gut gemacht. Richards. Scheibe bleibt drin. Linden. Linden. Ja, Jesper Bratt ist da deutlich besser in der Puckkontrolle anscheinend. Ovechkin, Darling. Darling spielt die Scheibe tief, Ovechkin. Trotzdem gegen den anderen Rasmus Darling, Malkin. Gegen unseren Darling. Jawohl, Tavares. Sind wieder Ovechkin. Ovechkin nimmt Tavares mit. Schön gesehen. Oh, schade. Red for Richards. Gut gemacht, John Tavares. John Tavares. John. Ovechkin. Ovechkin Seagrass. Oh, Trevor Seagrass. Trevor Seagrass. Wuselt da ums Tor rum. Macht da halt auch ganz stark Seagrass, Tavares. Seagrass. Seagrass, Wolf.
Ja, ein kleiner Wusel auf dem Weg, sich einen Hattrick zu suchen, Trevor Segers. Mayfield in letzter Sekunde noch dazwischen zu Corello. Sie gehen stark. Seagrass kommt da jetzt erst. Schade. Hätte die Scheibe gleich aufnehmen können. Turcotte kommt noch hin. Kann sie aber nicht mehr verwerten. Ja, wenigstens einer von unseren beiden. Report, drittes Tor heute Nacht. Sie fehlt noch. Mit dem Hattrick. Oh, Trevor Segers. Dieses Puckhandling. Robbins stark gemacht, auch von Turcotte nach hinten mitgearbeitet. Turcotte, Segers, McKinnon. Sekunden. Panarin. Oh, Rinne. Linden. Oh, gut, schau auch hier weg. Schau, geht noch halt tief. Bleibt im 8-0, so wie es aussieht. Jawohl. Carlsen hält die Scheibe. Schon Linden. Jawohl, 8-0. Guter Auftakt, Packer rennen zu Null, auch wenn er da absolut nicht viel tun musste, aber die paar Sachen, die jetzt da tun musste, die haben eigentlich ganz gut ausgeschaut, auch wenn es ein bisschen unsicher war ab und zu mal hier und da. Ansonsten hat er eigentlich einen ganz guten, soliden Eindruck gemacht, Packer rennen. Der Mann mit der 35. Der erste Spiel ist das Shutout. Muss man da auch was machen. Ansonsten, wie gesagt, starkes Puckhandling, starke Checks nach vorne, das muss ich wirklich sagen. Und vorne gute Abschlüsse. Turcotte mit dem Hattrick. Segers mit 3 Punkten. Turcotte muss sogar 4 oder 5 Punkte haben, wenn ich richtig gesehen habe. Nee, nur 3. Ja, trotzdem, wir kennen 3. Die erste Reihe 9 Punkte. Giroud, Carlsen. Gefühlt dann fast jeder einmal dürfen. Ja, nee, 6 Spieler nicht. 5 Spieler. Drysdale, McDavid, Tarasov, Ovechkin und Letang. Torhüterinne, 6 Schüsse, 6 Paraden. 100%. Sagt halt nicht viel aus. Klar, wissen wir auch. Wissen wir auch. Aber, was wir sehen wollen, ist Pekarinne jetzt zu den Schlusssekunden. Denn das wird unser Thumbnail heute. Der Mann mit der 35. Oh, ich dachte, er freut sich vielleicht. Nee, keine Reaktion von Pekarinne. Hat doch mal gar nichts zu tun, ne? Ja, ist das schon immens weit vom Tor draußen? Für 74 Aggressivität. Muss ich jetzt schon mal sagen. Ansonsten macht er eigentlich einen relativ soliden Eindruck.
Unsere 35. Hey, ist das scheiß Ref wieder im Weg? Das gibt's gar nicht. Ansonsten macht er da eigentlich einen relativ soliden Eindruck. Ja, macht zum Beispiel einen guten Thumbnail-Winkel. Weiß man nicht, ob er da nicht kriegt, jetzt irgendwas zum Tun kriegt. Eigentlich ja. Oder nee? Kriegt ihr überhaupt irgendwas zu tun? Nee. Ah, doch hier. Und da muss man sagen, hat er eigentlich ganz gut reagiert. Uff. Ja, wenn er da unten durchschießt, da kommt drinnen nicht mehr hin. Aber macht hier zumindest das Eck mal schön zu. Und hier ist das, was ich meine, mit dem Rausspringen. Seht ihr das, wenn die Fanghand nach unten geht? So kannst du keine Scheibe fangen. Und so springt sie dann, so wie es hier ist, einfach wieder raus. Aber Glück, dass da kein anderer hinkommt. Aber ja, nee, wirklich, bin sehr zufrieden. Bin wirklich sehr zufrieden mit ihm. Macht einen guten Eindruck. Macht einen guten Eindruck. So. Ja, Spiel beenden. Dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich dann wieder mit dem Online-Sieg. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao mit V.